kurz mal ein bisschen reden über Traumata, frühkindliche Traumata oder allgemein Traumata. Ich habe mir jetzt nichts irgendwie vorbereitet für das Thema. Ich wollte einfach mal spontan drauf loserzählen und gucken, was halt passiert. Und ich weiß bei solchen Themen nie, ob ich darüber reden soll oder nicht, weil einerseits bin ich halt sehr für Offenheit, finde das auch wichtig, andererseits bin ich am Überlegen jetzt momentan sehr viel wieder, ob gewisse Dinge nicht doch einfach in Anführungszeichen zu krass für die Leute sind und es denen dann einfach nur Angst macht und damit man selber dann einfach nur Negatives, also mehr Negatives erreicht als Positives. Und da bin ich dann immer noch dazwischen, zwischen der einen Seite, dass ich halt dafür bin, dass man einfach offen alles, ja nicht alles, aber ich hätte jetzt fast gesagt, dass man offen alles ertragen muss, aber ich kann ja zum Beispiel auch kein Kind zumuten, Bilder anzuschauen, wo irgendwelche Tiere oder anderen Wesen geschädigt werden. Das geht ja auch nicht. Und so kann ich anderen Leuten, die halt gewisse Dinge nicht ertragen, sowas oder auch andere Themen, die ähnliches bewirken, eigentlich auch nicht zumuten. Und aber mich macht das trotzdem innerlich irgendwie kaputt, nicht über solche Sachen zu reden. Und deswegen sollt ihr hier gewarnt sein, wenn das nichts für euch ist, was wie was ich erzählen werde, zum Beispiel über Aliens. Also ich kann jetzt nichts genau dazu sagen, sonst triggere ich vielleicht schon was meinen Leuten. Oder halt über frühkindliche Traumata. Soll dann so eine kleine Warnung jetzt schon mal sein. Auf jeden Fall ist es bei mir so, und da bin ich eventuell, und ich glaube sogar ziemlich sicher, ein relativer Sonderfall, auch wenn ich jetzt eventuell und relativ gesagt habe. Ich erinnere mich halt an ziemlich viele Dinge, und ich erinnere mich zum Beispiel, das war so das allererste Traumata, wo ich mich dran erinnern kann, und was bei mir am tiefsten sich eingebrannt hat, das war, ich weiß nicht, ob ich da ein Jahr alt war oder 2 Jahre, auf jeden Fall konnte ich da noch nicht laufen. Wir waren da im Schwarzwald im Urlaub, und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass da halt ein Tisch stand und ich dann auf den Tisch lag und in Vorbereitung gewickelt zu werden. Und davon gibt es auch keine Videoaufnahmen und davon wurde auch nicht erzählt. Wobei meine Eltern dann gesagt haben, ja, das haben wir vielleicht mal erzählt, wussten es aber auch nicht selber. Aber da ich mich an so viel, also generell eigentlich an alles erinnere aus meinem ganzen Leben, weiß ich eigentlich auch, dass die mir davon nicht erzählt hatten. Und da war es dann so, dass, ja, das war eigentlich so meine erste bewusste Phase in meinem Leben, so ein Augenblick halt. Und ich fand das schon so extrem anstrengend, die ganze Zeit halt, ein Ich zu entwickeln oder ein Bewusstsein allgemein zu entwickeln und aus diesem sich nicht bewusst sein, aus diesem Zustand rauszukommen, das fand ich so, so leidvoll irgendwie. Allein das fand ich schon extrem leidvoll. Es gibt ja auch Pränataltraumata, daran kann ich mich jetzt nicht konkret erinnern. Aber was da dann zum Beispiel auch war, dass ich mit meinem Bruder gesehen habe, wie der halt laufen konnte. Und da habe ich dann meinen ersten Minderwertigkeitskomplex entwickelt, dass ich ja noch nicht laufen kann, weil ein Baby halt keine Vorstellung von der Zeit hat. Er sieht nur, ja, er kann laufen, ich kann das nicht, also bin ich irgendwie blöd oder unterentwickelt. Und da hatte ich dann halt schon extrem den Drang, besser zu werden und mich möglichst schnell zu entwickeln, weil ich das Gefühl hatte einfach, dass das andere irgendwie besser seien. Und ich hatte halt auch ein extremes Bedürfnis schon, mich immer mitzuteilen, habe es auch gemacht über Telepathie. Da habe ich zum Beispiel auch meiner Mutter immer mitgeteilt, steck mich bitte nicht in eine Krabbelgruppe, da habe ich dann halt auch kurz vor 2 Jahre oder so, weil ich mich selber noch nicht schützen kann, emotional gesehen, vor Menschen allgemein, weil man da ja dann quasi alleingelassen wird von den Eltern und dann halt sozusagen schutzlos ausgeliefert ist, und da war ich halt noch nicht stark genug für, habe ich mich halt so gefühlt, habe das meiner Mutter halt mitgeteilt,
Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht mehr, ob sie es mitgekriegt hat oder nicht. Ich habe sie mal gefragt und ja, ich habe da jetzt nichts Genaues bei rausgekriegt aus der Frage vielleicht. Es könnte natürlich halt auch sein, dass sie das schon gespürt hat, aber halt im Nachhinein das nicht zugeben kann, weil sich dann eingestehen müsste, dass sowas in Anführungszeichen Krasses existiert. Und ja, ich habe eigentlich sehr viel über Telepathie halt versucht, mit meinen Eltern zu kommunizieren und war halt immer erst extrem verstört, dass ich halt nicht verstanden wurde. Ich habe es dann halt missinterpretiert, dass das halt so ein Boswillen war und dass man sich nicht um einen kümmern will. Dadurch habe ich dann halt auch nie ein Urvertrauen entwickelt. Deswegen will ich persönlich halt erst Kinder kriegen, wenn ich, oder halt mich um Kinder kümmern, um Kleinkinder, wenn ich auch telepathische Fähigkeiten entwickelt habe, um mich mit dem Kind dann ja zu verbinden. Und ja, ich habe also viele Sachen mitgeteilt und war dann extrem verzweifelt, dass man mich halt nicht versteht. Und deswegen habe ich extrem früh ja, sprechen gelernt. Hat meine Mutter auch gesagt, dass ich da eine extreme Ausnahme war, wie, ich weiß nicht mehr, in welchem Alter es ist, war, dass ich extrem früh halt sprechen gelernt habe, weil ich halt den enormen Drang hatte, meine Emotionen mitzuteilen, weil ich damals schon eine extrem komplexe Gefühlswelt hatte. Was kann ich noch darüber erzählen, bevor ich zu den Aliens komme? Ja, da war auch sowas wie. Achso, ich wollte ja auch über Traumata reden, da kann ich dann auch noch erzählen, dass ja mein zweites sehr starkes, bewusstes Traumata war, als ich zum ersten Mal in den Kindergarten kam und ich hatte ja meine Mutter vorher schon halt so mitgeteilt, ja, ich fühle mich halt schutzlos gegenüber den anderen Menschen, anderen Kindern und so weiter. Und dann ist halt auch genau das eingetreten am ersten Tag im Kindergarten, bevor ich halt so eine Angst hatte. Also meine Mutter hat mich da dann halt sozusagen abgesetzt, ist gerade weggegangen, fühle mich da halt dann, in dem Moment fühlt man sich als Kind ja schon extrem schutzlos, wenn man das erste Mal halt komplett alleine gelassen wird in einer fremden Welt. Und da gab es halt, ja, ich glaube, es kann sogar sein, dass bei den ersten 2 Malen oder ersten paar Malen die Mutter halt dabei war. Das war, glaube ich, so. Aber die war halt nicht immer bei einem selber, sondern halt dann auch mal woanders im Kindergarten. Also es war schon so, also ist auch nichts gegen meine Mutter auf keinen Fall. Jedenfalls war es dann so, ich weiß es, ja doch, das war, glaube ich, der erste Tag, dass dann, als meine Mutter dann halt weg war, ich weiß jetzt nicht, ob die so gegangen ist oder was weiß ich, glaube mit der Kindergärtnerin geredet irgendwo. Kam dann halt mein Bruder mit zwei seinen Freunden an und hat erstmal auch gesagt, haha, du bist erst 2 Jahre alt, du bist voll minder entwickelt. Und ja, wir sind schon drei oder ich war drei und sie vier, keine Ahnung. Es war halt auch so ein Traumata, was sich extrem eingebrannt hat. Und ich finde solche banalen Situationen auch gar nicht so einfach zu bearbeiten, weil die ja als Kind entstanden sind. Und da ist man dann halt emotional so gestrickt, dass die ja einen extrem verletzen, besonders als sehr sensibles Kind. Und diese Strukturen, die sitzen dann einfach so tief und so fest, dass, auch wenn das dann aus heutiger Sicht sehr banal klingt eigentlich, dass sie trotzdem das ganze Leben eigentlich versaut haben und bestimmt haben. Und ja, auch solche Sachen wie, das kann ich auch bei mich erzählen, als ich zum Beispiel das erste Mal Bambi geguckt habe, ich kam einfach nicht drauf klar. Ich habe die ganze Zeit nur geheult und kam auch noch, nach 2 Jahren hatte ich noch, ja, nach 2 Jahren konnte ich das immer noch nicht verarbeiten, dass einfach die Mutter gestorben ist von dem Bambi. Ich kam einfach nicht drauf klar. Ich fand das so urtraurig, warum gibt's sowas, habe ich mir nur gedacht. Und auch als ich so ein Buch hatte, wo, ja, da ging es um eine Katze, eine schwarze Katze namens Nero. Und ja, die war eigentlich extrem cool, sage ich mal, und extrem nett einfach und wollte immer helfen und so weiter. Und am Ende ist sie einfach gestorben. Und dann, ich habe mir das Buch wirklich dann immer so unter das Kopfkissen gelegt und einfach geheult. Einfach über Jahre hinweg. Und ich konnte es einfach nie verarbeiten, sowas. Und deswegen sah ich mich auch immer, als kleines Kind halt immer der Welt und etlichen Traumata täglich ausgesetzt, weil ich einfach nicht drauf klarkomme, auch auf diese ganze Welt, auf die Kinder da auch und sowas. Im Kindergarten zum Beispiel.
wie zum Beispiel, na ich, also ich erzähle einfach mal so ein bisschen über mich, also aus der Vergangenheit, auch so ein bisschen Selbsttherapie vielleicht. Da war es so zum Beispiel im Kindergarten, da gibt es ja auch diese typische Gruppe, die oder Gruppe von Leuten, wo ich mich zuzähle. Jetzt ist nicht eine Gruppe im Kindergarten, sondern eine Gruppe in der Bevölkerung, die halt eher so außenstehend sind und nicht wirklich, sage ich mal, agieren. Und das war mir deshalb so, weil ich das alles als langweilig empfunden habe und ja, weiß ich auch nicht, das hat mich halt nicht gefordert, dass man sich da, ich weiß nicht, und die spielen da halt, da habe ich mir gedacht, die spielen da alle Fangen, habe ich keinen Sinn drin gesehen, warum soll ich jemand hinterherrennen, dann antatschen und sagen, du bist jetzt da, weiß ich nicht, ich habe für mich, wie kann ich das ausdrücken? Ich kam damals auch schon nicht mit dem Körper klar. Ich wusste nicht, was ich mit dem Körper anfangen sollte. Und deswegen saß ich dann halt einfach nur rum und habe halt nachgedacht. Und wie dann halt Leute zum Beispiel gesagt haben, ja, die haben dann irgendein Spiel gespielt, wo es dann halt Freunde und Feinde gab. Und ich kannte halt nur das Wort Freunde, wusste nicht, was Feinde sind. Und dann habe ich mir das halt erklären lassen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir sind alle deine Feinde, du hast keine Freunde. Und ich habe, das war so ein Traumata, nicht deswegen, weil er es gesagt hat, sondern einfach, weil es in dieser Welt sowas wie Feindseligkeiten überhaupt gibt. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Warum? Ich habe den Sinn davon einfach nicht verstanden. Was sind Feinde und was bewegt einen Menschen dazu, jemanden als nicht als Freund zu sehen? Das fand ich so traumatisch einfach, weil ich mich auch mit allen eigentlich verbinden wollte, aber die waren halt alle so abweisend und kalt. Und ja, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen habe ich mich dann halt sofort einfach aus Schutz natürlich zurückgezogen. Und habe halt auch keine Verbindung zu den Leuten gefunden. Und mir war es im Prinzip auch schon mit 2 Jahren klar, dass die Menschen so oder so ähnlich sind. Zumindest, dass sie halt abhängig von materiellen Dingen sind, so von Propagandamedien gesteuert werden. Und als ich dann beim ersten Tag auch gesehen habe, wie jemand total auf Fußballbildern sammeln abgeht, dann habe ich mich direkt bestätigt gefühlt. Ja, dieses Brot und Spiele mit Wind, also das war mir eigentlich schon immer bewusst. Ja, dann das mit den Aliens, das war, boah, da war ich, keine Ahnung, 5, glaube ich. Und mein Bruder war zum ersten Mal mit seiner, ich weiß nicht, irgendeine Gruppe war es, entweder Klavier hat er gespielt, also Keyboard, oder es war mit dem Messdiener, und da war er irgendwie das erste Mal mit der Gruppe verreisen und war sein Bett halt frei. Und ja, ich war als kleines Kind halt immer in so einem Gitterbett und dachte ich halt auch, meine Eltern wollen mich einsperren, weil es für mich keinen Sinn gab, in einem Gitterbett zu sein, weil ich bewusst genug war, dann nicht rauszufallen und bewusst genug war halt, um mich selber zu kümmern. Ja, dass ich da halt nicht rausfalle und sowas. Und ich dachte halt wirklich, dass meine Eltern mich hassen, ohne Witz. Das hat sich halt auch, das hat sich dann, und weil ich das mit dem fehlenden Telepathieverständnis halt auch schon hatte, diese Missinterpretation meinerseits, hat sich das für mich dann halt nochmal so bestätigt. Ja, und da sollte ich dann zum ersten Mal in diesem freien Bett schlafen. Und paradoxerweise, wenn mir das halt so spontan gesagt wird und angewiesen wird, dann bin ich halt nicht darauf vorbereitet und dann wollte ich das auch nicht in diesem freien Bett schlafen, weil man halt so dran gewohnt war an diese Gitter, dass man das schon als Schutz irgendwo empfunden hat. Wo das, also nicht als physischen Schutz, für mich war das dann irgendwann emotionaler Schutz, einfach nur aus Gewohnheit, wo man das andere halt nicht kannte. Und dann wurde ich halt ja, zum ersten Mal, weil meine Eltern mich dann halt dran gewöhnen wollten, wahrscheinlich in dem normalen Bett zu schlafen, mein Bruder halt gerade nicht da war, sollte ich halt da schlafen, und da fühlte ich mich aber extrem unsicher und halt emotional schutzlos. Und dann habe ich halt gespürt, irgendwann, wie halt irgendwelche Wesen sich, sag ich mal, ankündigen, jetzt nicht im netten Sinne so, hallo, wir kommen jetzt, sondern ich habe einfach so die Energien gespürt, extrem starke Energien gespürt.
und habe meinen Eltern dann gesagt, oder hat meine Eltern gefragt, ob ich nicht heute in ihrem Bett schlafen kann. Und natürlich wurde das negiert, weil die ja mich daran gewöhnen wollten, alleine in einem freien, offenen Bett zu schlafen. Und ich glaube, dass das die Aliens halt, die Außerirdischen halt genau diese Unsicherheit einerseits in mir gespürt haben und andererseits wussten, dass ich keine Alternative haben würde an dem Tag. Und da haben sie halt ihre Chance gesehen, weil die halt schon extrem intelligent und auch telepathisch sind. Also es gibt natürlich mehrere Rassen. Und deswegen halt wussten, dass das die Eltern das halt nicht erlauben würden, dass ich halt an dem Tag nicht da schlafe. Und so habe ich mich halt extrem schutzlos gefühlt und natürlich auch wieder hilflos, weil die Eltern einen halt nicht geglaubt haben. Wie auch, kann man natürlich keine Vorwürfe machen, auf keinen Fall. Und ja, ich konnte die dann aber abwehren mit übermenschlicher Kraft, also das, was mich auch wieder traumatisiert hat, weil es einfach so eine krasse Anstrengung war, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, die abzuwehren. Aber da war einfach so ein krasser Selbstschutzdrang da. Also es war einfach so eine überkrasse Angst, die man einfach nicht beschreiben kann. Also es war viel schlimmer als der Angst vor dem Tod oder dass man jetzt stirbt oder so. Ich hatte es zum Beispiel auch mal beim Leistungssport, dass ich mir dann nicht gewünscht hatte, dass ich sterben würde. Es war so leidvoll, dass ich mir gewünscht hatte, dass ich ja nie existiert hätte, nie geboren wurde. Aber diese Erfahrung mit den Aliens, die war noch mal schlimmer. Und die meisten können sich noch nicht mal vorstellen, wie es ist, ja, zu spüren, wie man jetzt stirbt. Und ja, das war noch viel schlimmer. Und ja, am zweiten Tag kamen die halt noch mal. Mein Bruder war halt mehrere Tage weg. Und ich habe meinen Eltern es halt natürlich direkt erzählt, dass da welche kommen wollten. Und natürlich wird es dann als Albtraum abgetan, ist ja klar. Obwohl ich da noch nicht mal eingeschlafen war. Und mir auch ganz klar war, dass ich da nicht eingeschlafen war. Und ja, am nächsten Tag, wie gesagt, haben sich dann nochmal angekündigt, aber dann war ich dann halt immer noch so krass, ja, nicht außer Atem, sondern meine Energie war halt so krass weg noch von der Anstrengung am vorherigen Tag, dass ich dann keine Chance mehr hatte, mich zu wehren. Dann kamen halt mehrere Wesen so angeschwebt, sag ich mal. Also die haben sich materialisiert oder teleportiert halt und schwebten aber halt über dem Bett und ja, haben mich dann halt gelähmt, dass ich nichts mehr sagen konnte und mich nicht bewegen konnte. Und ja, und dann haben die halt die Erinnerung gelöscht danach, beziehungsweise das Bewusstsein erstmal gelöscht, sozusagen wie Narkose. Und die haben aber. Moment, ich habe gerade was gehört. Ich wollte euch jetzt keine Angst machen. Auf jeden Fall habe ich. Ich weiß nicht, ob man es auf Video auch gehört hat. Es hat sich halt wie ein Knall angehört. So Holz irgendwie. Und wir haben halt so ein langes Tor hier, was man aufmachen kann. Und wenn das halt gegen die Hauswand knallt, dann hört es das so an. Ich dachte jetzt, dass irgendjemand hier einbrechen würde oder so. Wir haben jetzt schon kurz vor 0 Uhr. Das war vielleicht nur eine Autotür oder so. Bin gerade gucken gegangen, da war jetzt nichts. Ich habe versucht, dann auch keine Angst und so weiter, auch nicht vor Einbrechern. Wo war ich? Genau, die haben jetzt nichts Physikalisches eingepflanzt, so kein Chip oder sowas. Dafür wäre ich auch nicht der richtige Kandidat gewesen. Ich denke mal, dass die neuronal irgendwas an den Hirnstrukturen verändert haben und irgendwelche Störungen verursacht haben, dass man es halt schwerer hat als jemand, der eigentlich schon mit so einem Bewusstsein geboren wurde, dass der es halt, ja, dass sie einfach Steine in den Weg legen, damit man nicht dazu beitragen kann, dass die Menschheit sozusagen aufwacht und
wieder zurück zur Liebe findet und zu ihrem wahren Selbst. Das stelle ich mir jedenfalls so vor. Ja, war natürlich auch ein heftiges Traumata. Und ja, man hat dann halt einfach so wenig Selbstwert, wenn man halt auch von seinen Eltern sich halt nicht angenommen fühlt und so weiter, hatte ich ja erzählt. Und das konnte man natürlich nicht äußern, sowas. Und gegenüber wem denn? Wenn, man kann ja den Eltern nicht sagen, hey, ich glaube, du hast mich oder sowas. Das hätte ich niemals sagen können. Und ja, das haben natürlich dann andere Leute auch gespürt, aber da brauche ich nicht dann näher darauf einzugehen. Im Prinzip hat sich das so durch das ganze Leben halt gespielt. Ich überlege jetzt noch, was ich sonst erzählen könnte. Auf jeden Fall finde ich so ein Video auch mal ganz interessant. Ich merke halt wirklich, dass halt noch einige Sachen, dass sie halt so tief sitzen, dass die immer noch sozusagen als Programme laufen, teilweise. Und das ist mir halt wirklich immer noch teilweise schwerfällt, einen Wert in mir selber zu sehen. Auch wenn sich das vielleicht für einige komisch anhört. Ich bin mir das halt bewusst, dass man das hat, dass man vielleicht auch sogar ziemlich viele Fähigkeiten hat und ziemlich einen Wert hat, aber dass die Programme sitzen unterbewusst so tief drin und vielleicht kann man sich jetzt vorstellen, wie tief das sein kann, indem man halt so diese Geschichten gehört hat. Dass es halt wirklich ein enormer Kraftakt sein kann, das umzuprogrammieren oder diese Programme zu lösen. Ja. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon lange durchgestartet, könnte viel mehr Leute schon helfen und so weiter und weiß ich nicht, irgendwelche Weltrekorde oder irgendwas, aber ich schaff's noch nicht, mir das zu erlauben. Das lerne ich halt immer noch. Und ja, jedes Mal, wenn ich dann halt einen gewissen Status erreiche, dann habe ich halt diesen Selbstzerstörungsdrang immer noch und mache mir jetzt dann halt alles wieder kaputt, obwohl das extrem einfach wäre, diesen Zustand zu halten und das sich auch total gut anfühlt. Aber dann schafft man irgendwie noch nicht, sich das zu erlauben oder damit dauerhaft klarzukommen, sich einfach so gut zu fühlen. Das ist total unbewusst. Ich kann das gar nicht richtig erklären, weil das halt nichts mit mir selber eigentlich zu tun hat und mit meinem Bewusstsein. Das ist einfach so ein Drang, der extrem, extrem, extrem stark ist. Wie erkläre ich das? Manche werden das vielleicht verstehen, manche wieder nicht. Also es hat sich halt durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich bin dann halt auch in Extremsport gegangen. Man hat immer so die Extreme gesucht, immer so Grenzen halt, um sich ja frei zu machen von den eigenen Emotionen, die halt immer so extrem waren und so extrem stark präsent waren und halt immer negativ waren. Und wenn ich jetzt halt zum Beispiel frutarisch mich ernähre und so weiter, habe ich solche Emotionen eigentlich überhaupt nicht und ich versuche dann auch nicht durch Selbstzerstörung diese Emotionen irgendwie zu blockieren oder runterzufahren, das habe ich eigentlich gar nicht, sondern ich habe einfach nur den Drang, mir das Erreichte wieder kaputt zu machen, weil ich das irgendwie noch nicht, ich kann es unterbewusst einfach noch nicht ertragen, so lichtvoll zu sein, so gut zu sein und ja, sich als positiven Menschen zu sehen und als Menschen, der halt wirklich im Grunde nett ist und eigentlich nur Gutes will. Irgendwie kann man unterbewusst das nicht ertragen einfach. Ich weiß nicht warum. Beziehungsweise ein bisschen weiß man es dann halt schon. Man hat dann halt so ein extrem, ja, extrem tief eingebranntes negatives Selbstbild. Obwohl, ich hab's halt, vom Bewusstsein habe ich es eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich kein schlechter Mensch bin, sondern eigentlich genau das Gegenteil im Prinzip. Aber das reicht halt nicht, weil man halt auch mit unterbewussten Programmen halt läuft, im überwiegenden Maße sogar. Und zum Beispiel auch, ich habe halt auch so Ticks, ist eigentlich genau der gleiche Grund. Ich finde Ticks sind so,
Wie kann ich das erklären? Das ist für mich das auch so Selbstzerstörung, dass man halt davon nicht loslassen kann, dass man halt daran festhält, irgendeine Störung zu haben. Auch wenn es sich jetzt vielleicht für manche komisch anhört, ja, was, die Störung, da hält man nur dran fest und das generiert man selber. Ich denke das halt schon. Zum Beispiel hatte ich früher auch immer den Tick, die Augen so extrem zuzukneifen oder die ganze Zeit mit den Händen halt so rumzuwackeln und das ist dann halt alles weg, zum Beispiel mit der Rohkost. Dann ist alles so frei oder auch durch Meditation ist man dann halt so befreit und ich komme halt noch nicht damit klar, sich so gut zu fühlen einfach. Ich weiß nicht, vielleicht haben das sogar fast alle Menschen und das ist vielleicht sogar der Hauptgrund, warum Leute überhaupt essen. Als Selbstzerstörungsdrang und meistens sich das nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf eine bestimmte Personengruppe nur. Ich denke mal, dass das sehr viele haben, weil viele ja oder eigentlich alle Traumata erlitten haben irgendwo. Und dass das alles miteinander zusammenhängen, vielleicht sogar gewollt sein kann. Ich weiß es nicht. Das war ein Akku leer. Das muss ich mit dem Teil hier weiter aufnehmen. Ich war da, dass ich glaube, dass das die meisten, weil die meisten auch Traumata halt erlitten haben, dass die meisten vielleicht oder wahrscheinlich deswegen essen auch Selbstzerstörungsdrang auch. Also nicht nur, weil es halt Spaß macht und stimuliert und so weiter und die Rückvergiftung stoppt und so weiter und das Bewusstsein halt auch auf eine gewisse Ebene hält, also erdet sozusagen. Das sind natürlich auch alles Gründe, aber ich denke, dass da auch viel Selbstzerstörungsdrang mit drin ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich. Was ich weiterhin noch erzählen wollte. Mist. Los, Akku. Leer. Zerstörungsdrang. Ja, genau, ich denke, dass das miteinander zusammenhängt, dass das also eventuell gewollt halt die Menschen im Kindheitsalter so stark traumatisiert werden, also dass die Gesellschaft darauf aufgebaut ist, dass diese eigentlich extrem sensiblen Kinder täglich Mikrotrauma oder Mini-Traumata erleiden, dass sie halt dann negatives Selbstbild haben, Selbstzerstörungsdrang haben und dann in einen Teufelskreis kommen mit ja, ganz viel tierischen Produkten, gekochte Nahrung, bei einigen natürlich auch andere Drogen, um halt nie wieder zu dem wahren Selbst zurückzufinden. Also ich kann mir das zumindest vorstellen, dass das so ist. Aber im Prinzip ist es egal, ob es so ist, meiner Meinung nach, sondern es kommt einfach nur darauf an, zurückzukommen und zurückzugehen. Ja, und im Prinzip, das, was ich erzählt habe, also es ist gar nicht schwierig, diese ganzen Störungen zu beseitigen. Aber es kann trotzdem seine Zeit dauern und also man kann das relativ schnell schaffen, aber gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll. Ich versuche einfach in einer gewissen Balance zu bleiben und oder vielleicht ist es einfach so, dass man halt, dass die Seele halt das so ein bisschen auch geplant hat, so Störungen zu erfahren, damit man auch mal was anderes als das Lichtvolle wahrnimmt, weil man sonst nur das Licht kannte. Und ja, vielleicht fällt man oder falle ich deshalb auch zurück von dem Nichtessen zum Beispiel oder von Frutaria, weil es so lichtvoll ist, dass man die eigenen Erfahrungen noch gar nicht vorab geschlossen hat, sodass man eigentlich vorher noch ja andere Sachen, dass die Seele vorher noch andere Sachen erfahren möchte und deshalb man eigentlich viel glücklicher ist und es viel besser funktioniert, wenn man noch nicht so lichtvoll ist. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich versuche es trotzdem weiterhin mehr in die Richtung zu kommen und versuche halt meine Erfahrung zu machen, bis ich mir halt ja sicher bin, ob man kann sich nie sicher sein. Im Prinzip ist sowieso alles frei und man kann das selbst entscheiden, ob man jetzt sich da entwickeln will oder nicht. Und ich habe dann erstmal entschieden, so ein bisschen zurückzugehen. Jetzt will ich auch wieder ein bisschen vorwärts gehen, weil ich jetzt auch wieder sehr viele Erfahrungen gemacht habe, rückwirkend. Und ja, teilweise auch ausreichend sind und ich halt auch gemerkt habe, ja, dass die Erfahrungen eigentlich doch gar nicht vom Essen abhängig sind. Also zumindest, also ich kann auch
wenig Licht vor sein, wenn ich nichts esse, zum Beispiel. Das geht auch. Ja, das kann man eigentlich selber so entscheiden. Ja, ich will auch nicht zu lange drüber labern. Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr vielleicht so für Traumata oder andere negative Erfahrungen gemacht habt und wie ihr so als Kinder drauf gewesen seid und was ihr für, so, für ein Bewusstsein so hattet, ob ihr schon damals wusstet, dass ihr anders seid oder vielleicht auch nicht anders wart. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.